Hallo ihr Lieben und frohe Weihnachten wünsche ich euch. Und heute möchte ich euch einfach mal so ein bisschen von meinem Plan für 2018 erzählen, was das Reiten angeht. Und auch ganz kurz noch sagen, was 2017 für uns, also für den Robinio und für mich und für Foxy und für mich und nur für mich, ja, besonders gut, besonders schlecht war. Also ein kurzer Rückblick und ein kurzer Einblick in unsere Pläne für 2018. Und dann gibt es auch wieder eine Verlosung. Ich zeige euch jetzt schon mal, was ihr gewinnen könnt. Das ist super cool. Und zwar gibt es einmal hier dieses FAX Gamaschenwunder. Oh, falsche Seite. Ups. Da, FAX Gamaschenwunder. Und dann gibt es Pferdchennudeln. Da sind so kleine Pferde als Nudeln. Ist das nicht süß? Ich finde das total süß. Ich würde es am liebsten selbst behalten. Hey. Ja, auf jeden Fall werde ich das dieses Mal noch nicht so machen, dass es zwei Gewinner gibt, sondern ein Gewinner gewinnt beide Sachen. Und wie man gewinnen kann, also wie man mitmachen kann für das Gewinnspiel, erkläre ich dann am Ende des Videos. Und jetzt fangen wir einfach erstmal direkt an. Und zwar fangen wir an mit 2017. Was war gut, was war nicht so gut? Und ich muss sagen, reiterlich war es auf jeden Fall gut, dass ich dieses Jahr mal wieder so viel losgefahren bin. Und ja, einfach Turniererfahrung gesammelt habe, gerade auch was die Vorbereitung angeht und selber auch das Hängerfahren. Ich habe ja meinen Hängerschein gemacht im, ich glaube, vor einem Jahr. Ja, ich glaube, rund vor einem Jahr. Und dann bin ich eben auch zu Turnieren gefahren, das erste Mal alleine. Und das war schon echt ganz cool. Und wir haben halt auch Robinios Mama besucht dieses Jahr. Das war auch total cool. Da bin ich das erste Mal wirklich ganz alleine Hänger gefahren und es hat alles gut geklappt und es war total schön, die beiden so zusammen zu sehen. Es hat echt gut getan, es war echt spaßig und ich hoffe, wir kriegen das auch nochmal hin, dass wir uns treffen. Und was war noch gut? Dass er einfach so schön läuft. Also wir haben ja wirklich 2015 diese Horrordiagnose bekommen. Ja, vielleicht bleibt er ein bedingt reitbares Freizeitpferd. Und mittlerweile hat er in der dressurmäßigen Arbeit überhaupt gar keine Probleme mehr. Und das sind übrigens die Hasen, wenn ihr irgendwas hört im Hintergrund, dann sind es die Hasen, wie immer. Da, neben mir, da so unten, liegt auch noch die Foxy. Hinter mir ist der Weihnachtsbaum. Genau. Nein, er läuft halt wirklich gut. Er läuft eine gute A-Dressur auf jeden Fall durch. Er läuft eine gute L-Dressur durch. Ja, das ist sehr, sehr schön. Und schlecht oder blöd war, also natürlich war es irgendwie blöd, zu Turnieren zu fahren und keine Schleife mit nach Hause zu bringen, egal ob grün, gelb, weiß, egal. Aber so ist es halt manchmal, man kann nicht immer der Beste sein, man kann nicht immer gewinnen, man kann nicht immer eine Schleife kriegen, das war alles in Ordnung. Und dass er eben auch nochmal angefangen hatte zu lahmen im Herbst. Ich kenne es gerade im Monat nicht, aber irgendwann im Herbst hat er ja auch nochmal angefangen zu lahmen und das war natürlich extrem blöd, weil ich da echt Angst hatte, dass jetzt alles wieder von vorne losgeht, obwohl er gerade im Training war. Und naja, im Endeffekt stand er nur anderthalb Wochen oder zwei Wochen und das war okay. Genau. Und sonst gab es gar nichts Blödes dieses Jahr mit Robinio. Eigentlich war alles sehr schön. Mit Foxy war auch alles gut. Gut, die war irgendwie die letzten Tage oder die letzten Wochen auch öfter mal krank. Sie hat sie viel gejuckt und dann hatte sie... Jetzt hatte sie noch viele Zecken, aber es ist ja normal. Das ist schön, war wieder der Urlaub in St. Peter-Ording mit meinem Papa. Es war echt ganz schön. Und schön war auch, als Mr. Mimmels bei uns eingezogen ist und Foxy und er sich total gut verstanden haben und keiner hatte großartig Angst vor dem anderen. Und Foxy hat aber auch zum Glück nicht gejagt oder sonst irgendwas versucht. Das ist echt total schön und dass die Hasen jetzt generell hier bei uns sind, finden meine Freunde echt total schön. Das ist irgendwie schön. Und es ist einfach so süß, sie anzugucken. Also, die machen einfach so niedliche Sachen und sind einfach putzig. Es ist echt total schön, dass wir sie haben. Genau, da freuen wir uns auch sehr drüber. Und sonst, ich glaube, bei mir ist sonst gar nicht so mega viel passiert. Also, ich gehe jetzt studieren und habe dadurch einfach mal, ups, viel mehr Zeit fürs Pferd. Das ist wirklich total super, gerade jetzt im Winter. Ich glaube, das ist der erste Winter, an dem ich fast täglich im Hellen beim Stall bin. Sonst musste ich ja immer nach der Arbeit hinfahren oder nach dem FSJ oder so. Und jetzt kann ich einfach sagen, ah, mittags, 12 Uhr, ich fahre zum Pferd. Das ist echt total cool. Ich weiß, dass das nicht die Regel ist im Studium, aber ich habe einfach mit meinem Studium echt Glück. Muss ich ja auch mal haben. Jo,
Und sonst, für mich war dieses Jahr natürlich auch total super, weil ich einfach so viel abgenommen habe. Und damit kommen wir auch eigentlich schon zu den Zielen für 2018. Ich möchte nämlich noch mehr abnehmen, auf jeden Fall. Und das werde ich auch schaffen. Da bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Und reiterlich sehe ich für 2018 vor, ein paar A-Dressuren zu reiten und einfach gesund bleiben vom Pferdchen. Also ich hoffe, dass mein Pferd gesund bleibt. So rum. Und ich bleibe gesund und Foxy bleibt gesund und die Kaninchen bleiben gesund und mein Freund bleibt gesund. Also ja, eigentlich wünsche ich mir ganz viel Gesundheit für uns alle. Und eben, ich möchte A-Dressuren reiten. Ich würde auch gerne mal ein Schleifchen sammeln. Und ja, weiter Unterricht reiten. Meine Trainerin reitet Robinho ja auch mit. Und da hoffe ich mir einfach, ja, dass natürlich was bei rumkommt, dass man eine Veränderung sieht, die man jetzt auch schon sieht, aber dass man eben noch eine deutlichere Veränderung sieht. Und dass er einfach muskulär aufbaut, dass wir vielleicht wirklich mal dran denken können, diese WBOL wirklich gut durchzureiten. Die ist ja immer im Herbst, das müsstet ihr ja mitbekommen haben. Da habe ich ja auch diese Mission L-Dressur-Reihe hier bei YouTube drüber gemacht. Das wäre so mein Endziel für 2018, gut durch diese WBOL-Dressur zu kommen. Genau, und sonst Spaß am Leben und viel Freude und ja, alles nicht so ernst nehmen, alles ein bisschen lockerer sehen und einfach Spaß haben. Und hier für YouTube habe ich mir auch einfach vorgenommen oder auch für Instagram genauso weiter zu machen wie jetzt vorher auch. Also regelmäßig Videos uploaden, regelmäßig Fotos posten und Fotos zu machen. Das ist ein bisschen kurz gekommen jetzt 2017, aber das ist halt manchmal so. Also das mit den Fotos, Videos sind ja wirklich immer gekommen. Auf jeden Fall eben wieder ein bisschen mehr Fotoshootings machen. Das war mein Handy. Und dann, glaube ich, habe ich auf jeden Fall ja, 2018 gut verplant, würde ich sagen. Da muss ja auch nicht immer die Welt passieren. Es reicht ja, wenn man sich vornimmt, ein bisschen Turniere zu reiten, gesund zu bleiben. Gesund bleiben ist sehr wichtig und sehr schwierig. Ich bin nämlich auch schon wieder erkältet. Ich weiß nicht warum, es ist nicht so kalt, aber ich bin schon wieder krank. Das nervt mich ziemlich, kann ich aber auch nicht ändern. Ja, genau. Und ansonsten, ich glaube, das war es tatsächlich auch schon, weil 2017 ist halt wie gesagt nichts Großartiges passiert. 2018 muss nichts Großartiges passieren, finde ich. Deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zur Verlosung. Oder eben, ja, wie man denn bei der Verlosung teilnehmen kann. Und zwar, ich zeige euch das nochmal, gibt es einmal die Nudeln hier und einmal das Effax Gewaschenwunder. Das stellt noch nicht scharf. So. Genau, das könnt ihr gewinnen. Also einer kann das beides gewinnen. Und dazu müsst ihr einfach Abonnent meines Kanals sein und einen Kommentar schreiben, warum ihr das gewinnen wollt. Dann seid ihr schon dabei. Ganz einfach also. Ich werde die Gewinner wieder in 2 Wochen auslosen. Und dann aber auch wieder an den Mittwoch. Das muss ich mal gerade rechnen. Nächste Woche Mittwoch ist der 27. Danach ist der 3. Dann am, ich werde am 10. bekannt geben, wer gewonnen hat. Am 10. Januar 2018 werde ich bekannt geben, wer das hier gewonnen hat. Und ihr könnt dann auch bis zum 9.10. noch teilnehmen. Und ich freue mich sehr darauf zu lesen, warum ihr diese süßen Pferdenudeln gewinnen wollt. Und warum ihr dieses Gamaschenwunder gewinnen wollt. Also ich bin von dem Gamaschenwunder auch tatsächlich mega begeistert. Ich habe das selber im Stall. Und es ist wirklich top. Ich bin so begeistert. Es hat so viel verändert für mich. Es ist einfach, ja, es ist einfach total super, ehrlich. Hätte ich nie gedacht, dass es so toll ist, aber es ist wirklich toll. Ja, gut. Ich hoffe, ihr verbringt Weihnachten ganz ruhig und ganz schön und mit leckerem Essen und schönen Geschenken. Und was ich noch sagen wollte, apropos Geschenke, ich habe die Socken an Leas Horseworld verschickt und möchte aber die Sasa 123 noch einmal auffordern, sich bei mir zu melden wegen der Soul Horse Marke. Du hast dich leider noch nicht bei mir gemeldet und ja, ich möchte sie so gerne wegschicken, weil sonst müsste ich halt wen anders auslosen, der sie dann kriegt. Meld dich doch einfach noch so schnell wie möglich bei mir und dann kriegen wir das hin. Alles klar. Und allen anderen wünsche ich ganz, also dir auch, aber ich wünsche euch allen ganz schöne Weihnachtstage und wir sehen uns dann am Mittwoch.
Ciao!